Das Ingram-Zeichen. Dann solltest du sicher dein Ziel erreichen. Das haben wir ja jetzt. Kommst rechts du an einem Ertrunkenen vorbei. Nimm nach den Anweisungen in Baltimores Aufzeichnung den rechten Weg. Bin ich jetzt gerade völlig bescheuert? Sollen wir jetzt wieder rauf? Und dann da hoch oder was? Ich blick das gerade nicht so wirklich. Ich denke, ihr habt es schon längst erkannt, oder? Ihr wisst schon längst, was gemeint ist. Naja, ich habe mich wenigstens ein bisschen schlau gemacht und habe dann zumindest ansatzweise den Weg hier rüber gefunden. Das hat sich ja dann schon mal aufgeklärt. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass wir den rechten Weg nehmen können. Vielleicht wieder am Steinwächter rechts lang. Oder gibt es hier oben einen rechten Weg? Hier hinter ist gar nichts. Außer den blöden Hühnern. Ja, ich denke mal. Der Runenschlüssel. Nee, ich glaube, wir müssen hier. Das ist ja rechts. Ich wollte gerade sagen, könnte auch hinten für die Tür sein, aber irgendwie wäre das unlogisch. Ist ja nicht der rechte Weg. Hier sind die Trolle. Da ist soweit dann auch nichts. Das ist uns, glaube ich, wieder durch die Harpien schnetzeln, ne? Nicht? Doch nicht, okay. Aber den Ertrunkenen sehe ich jetzt hier nicht. Wir sind ja hier schon mal gewesen und schon mal lang gelaufen. Da hatten wir ja dann nach Triss bzw. nach der Trollfrau gesucht. Da waren wir dann hier. Jetzt geht's doch hier, glaube ich, zu diesem Schiff, ne? Aber auf dem Schiff war doch nichts. War da irgendwas? Ne, hier ist nichts. Gut, dann gehen wir nochmal in die andere Richtung. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier... Vielleicht müssen wir doch in diese Mine jetzt rein. Vielleicht hätte ich doch da hinten lang müssen. Aber es tut mir leid, Leute. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich die Aufgaben zu lösen. Manchmal ist es aber doch ein bisschen knifflig. Besonders diese Aufgabe jetzt. Hier weht aber ein ordentliches Lüftchen. Da unten sind die Harpiennester. Hier gehen wir mal rauf. Was ist das denn hier? Waren wir hier schon mal? Ich bin mir gerade, hier sind total viele Skelette, gerade total unsicher, ob wir hier schon mal waren oder nicht. Es kommt mir gerade alles so fremd vor. Und jetzt? Jetzt ist hier Ende oder was? Hm. Das ist leicht blöd, würde ich mal sagen. War da gerade irgendwas? Nee, ne? Ist hier hinten wirklich nichts? Ist hier einfach nichts? Ich höre doch dahinter was. Komm raus! Ja gut, dann müssen wir halt wieder umdrehen. Es tut mir leid, Leute. Aber haben wir einen schönen Spaziergang gemacht. Ich würde gerne mal wissen, wie wir da unten diese Kack-Nester da kaputt kriegen.
Ach Gott. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich gehe jetzt einfach mal in die andere Richtung und besuche mal den Steinbruch, beziehungsweise da diese Hütte, die wir da gefunden haben. Vielleicht passt da der Runenschlüssel rein. Aber wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan, ob das dann stimmt. Aber zum Glück mussten wir uns hier nicht durch die ganzen Harpien durchschnitzeln. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Die sind immer noch am Suppe kochen, da die beiden Trolle. Gut, gehen wir, ja, im Prinzip, wenn man dann vom Steinbruch kommt, rechts lang. Man weiß ja nie, je nachdem, wie man steht. Ist rechts ziemlich undefiniert. Also das ist es nicht. Ich bin echt blöd, glaube ich, gerade. Wo waren wir denn dann jetzt noch nicht? Nimm den rechten Weg am Ertrunkenen vorbei. Ja, ihr seid ja witzig. Jetzt habe ich so einen Runenschlüssel und weiß nichts damit anzufangen. Ich laufe jetzt einfach nur noch mal provozierenderweise hier runter, damit wir noch den Spaziergang durch die Welt vollendet haben und alle Wege abgelaufen sind und den hier sogar dann doppelt. Oder dreifach oder vierfach. Ich weiß gar nicht, wie lang wir schon hier runter oder wie oft wir schon hier runtergelaufen sind. Mein Gott noch. So, dann gehen wir jetzt einfach mal den rechten Weg. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ich gehe jetzt mal hier durch. Wo wir auch schon waren. Boah, mein Gott. Kein Grund, gleich so auszurasten. Leute, ihr müsst mich doch nicht so erschrecken. Hier müssen wir also die Harpie noch mal alle killen. Aber hier kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier sein soll. Hier ist doch nirgendwo mehr eine Tür. Das ist eigentlich schwachsinnig, was ich hier gerade mache. Aber ich wollte halt nochmal reingehen und gucken. Alle Wege ausschöpfen. Aber der hier war es nicht. Nimm den rechten Weg. Also wir sind hier hochgelaufen. Und haben hier die Truhe geöffnet. So, dann gucken wir auf Baltimores Hinweise. Weißt du den Weg, das Ingram-Zeichen? Kommst rechts du an einem Ertrunkenen vorbei, sein Schatten zu Mittag dir Hinweis sei. Sehr günstig. Sehr, sehr günstig, das so zu formulieren. Hier liegt kein Ertrunkener. Hier ist nochmal so ein Zeichen. Hier ist so ein Typ. Und das hier ist einfach nur ein Felshaufen. Das sind alles diese blöden Runendinger hier. Schon wieder das Medaillon. Ja, ich weiß, dass da oben die Kiste war. Wir haben sie ja mittlerweile.
Ich verstehe es gerade nicht. Problem ist, ich glaube, das ist zwar eine Nebenquest, aber die will ich eigentlich schon machen. Ich hatte eigentlich nicht vor, jetzt die Quest abzubrechen, nur weil ich sie nicht verstehe. Aber ich kann mich ja jetzt nicht auch noch 3 Stunden damit beschäftigen, hier durch die Gegend zu laufen und den richtigen Weg zu suchen. Das sind halt alles so... Wenn ich jetzt alleine wäre und das nicht aufnehmen würde, würde ich jetzt hier wirklich noch stundenlang durch die Gegend rennen und das irgendwie versuchen zu finden. Aber ich will euch ja nicht langweilen. Ich find's einfach nicht. Das ist das große Problem. Ich glaube, dir kann man trauen. Ja, mir kann man trauen. Aber es war nirgendwo da unten ein Ertrunkener. Wir sind jetzt alle Wege abgegangen und da unten war nirgendwo ein Ertrunkener. Durch den Nebel brauche ich es ja gar nicht versuchen. Da komme ich ja sowieso nicht lang, oder? Und vorm Nebel ist ja auch nichts. Hätte sein können, dass das da die Ertrunkenen wären, aber... Haben wir hier noch irgendwo irgendetwas übersehen? Hier ist nix. Gut, hier ist so ein Zeichen. Toll. Machtkreis. Wofür zur Hölle ist dieser blöde Schlüssel? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich werde langsam sauer. Scheiß Schlüssel. Nee, da geht's ja auch nicht lang. Ist ja wieder diese olle Schnepfe da. Die haben wir auch schon durchgenudelt. Ich muss jetzt gleich erstmal ein Stück Schokolade essen, eine Nervennahrung hier. Ich habe keine fucking Ahnung, wo ich jetzt lang soll. Ach, regt mich das gerade auf. Ja. Ich suche mal gerade nochmal diesen Schmied. Den sollten wir ja aufsuchen, wenn wir was Neues haben. Ah, es ist Nacht. Moment, wo ist der denn? Ist der hier gewesen? Gucken wir mal. Wir sind nicht die besten Spieler. Das interessiert mich gerade nicht. Du kannst gegen gute Spieler. Interessiert mich gerade auch nicht. Schau dir meine Waren. Das interessiert mich gerade auch nicht. Wo ist denn der andere Typ? Teufel aber auch. Wo ist denn der die Schmiede jetzt hier übernommen hat? Ist der hier? Interessant, für wahr. Der redet im Schlaf. Och, das gibt's doch nicht. Oder war das noch ein höher? Nee, das war doch hier die Tür, oder?
Ah nee, das ist hier gar nicht. Hier ist ja richtig was los. Schnarchen und reden gleichzeitig kann auch nicht jeder. Dann war das hier noch gar nicht, sondern noch ein höher. Mein Gott, noch hier. War das hier oben? Dann war das hier das Haus. Und du bist der neue Schmied. Nein, du bist der neue Schmied. Willkommen. Womit kann ich dienen? Ich habe einige Fragen. Nur zu. Wie ist Meister Baltimore verschwunden? Er war eines Tages einfach weg. Er litt unter... nach Monaten der Suche... Ist das alles? Der beste Geselle Baltimores. Tja. Ich habe... Scheiße, ich dachte, wir können jetzt mit dem reden. Gehen wir hier nochmal rein. Vielleicht ist da ja irgendwie was noch drin. Sieht verdammt schlecht aus. Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Jetzt gehe ich schon wieder falsch. Vielleicht nehme ich das Ganze auch doch schon etwas falsch wahr. Vielleicht ist der Reim noch gar nicht so weit zu Ende. Sondern ich glaube das nur, weil das einfach auch passen würde, so wie ich mir das denke. Aber wie würde er dann anders gehen? Das ist die Frage. Ich meine, das Ingrand-Zeichen haben wir soweit noch nicht benutzt. Und Ingrand ist aus meiner Sicht... Das Einzige, was darauf passen würde, Igni. Jetzt ist aber die Frage, warum mussten wir das dann bis jetzt noch nicht einsetzen? Das Igni-Zeichen. Das heißt, wir haben irgendwo irgendwas übersehen. Aber was könnte man alles verbrennen? Holz, Blätter... Büsche. Aber bis jetzt konnten wir noch kein Holz, Bretter, Büsche verbrennen, sondern nur so dämliche Fackeln anzünden. Ich gehe jetzt mal rechts lang und schaue mich hier nochmal um. Vielleicht haben wir hier doch irgendetwas übersehen. Oh, er ist wieder am Zappeln. Ich schaue mich jetzt hier noch einmal um und wenn ich es jetzt nicht finde, dann werde ich... Ich rede einfach nochmal mit denen. Kann ich noch mit denen reden? Elfenschmalz, lecker. Köstlich. Ich mach viel. Okay. Du fort. Wenn ich es jetzt nicht finde, dann werde ich die Quest nicht mehr weiter, ich sag mal, behandeln. Oder der Quest nicht mehr weiter nachgehen, dann ist es mir auch egal. Ich kann euch ja jetzt nicht 2 Stunden lang damit zumüllen, wie ich hier auf der Suche bin nach irgendwas, was ich nicht weiß. Aber mir kommt es irgendwie so vor, als wenn das hier irgendwo sein muss. Ich weiß nicht warum. Aber hier muss irgendwo irgendwas sein. Da ist doch eine Kiste. Moment mal. Ah, die kann man aber nicht öffnen. Okay, ich verstehe. Ich dachte gerade schon. Was ist das denn da?
Aha. Ich will es nur mal ausprobieren. Ja. Ich sag da nichts zu. Also, wo sind wir? Bla. Und jetzt weist dir den Weg das Ingram-Zeichen. Da sind wir. Das heißt im Prinzip, Weg mit dem ewigen Wächter, nimm die Mitte. Aber das passt einfach nicht. Außer der linke Weg zählte nicht als Weg. Ich verstehe das. Irgendwie ist das Gedicht für mich ein bisschen mysteriös. Aber wir haben es ja dann doch noch gefunden. Und dann wird jetzt gleich auch der Ertrunkene kommen. Hexer, warte! Was machst du hier? Ich folge dir, seit du mich das erste Mal nach Baltimore gefragt hast. Da bist du nicht der Einzige. Um die anderen mach dir keine Gedanken. Das sind meine Lehrlinge. Ich mach dir einen Vorschlag. Bevor du die Kiste ausräumst, lass einen meiner Lehrlinge Baltimores Aufzeichnungen rausnehmen. Der Rest ist dein. Was steht in diesen Aufzeichnungen, dass du so versessen auf sie bist? Wieso darf ich sie nicht sehen? Baltimore wurde im Alter etwas sonderbar. In der Kiste könnten Dokumente sein, die für viele Amtspersonen in Werken kompromittierend wären. Ich lasse nicht zu, dass jemand sie liest, auch wenn es nur Hirngespinste sind. Deshalb lass uns die Kiste durchsuchen, bevor du selbst reinsiehst. Wir nehmen die Papiere an uns, du bekommst einen Beutel Orens und für immer Rabatt in meinem Runengeschäft. Ich glaube, wir machen das mal nicht. Ich mach dir auch einen Vorschlag. Verschwinde, dann kannst du deinen Kopf behalten. Ich wusste, dass man im Guten bei dir nicht weiterkommt. Macht ihn fertig, Männer! Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Da kenne ich nämlich auch eine Methode für. Oh, jetzt habe ich den wirklich umgebracht, oder was? Die klang so ein bisschen eher wie Oger. Cool. Schaut euch das mal an hier. Meteoritenerz in sämtlichen Farben. Ein Schema für eine Jägerrüstung. Es hat sich doch gelohnt, die umzubringen. Und wehe, da ist jetzt nichts Sonderbares drin. Ist hier sonst noch irgendwas? So, Baltimores Aufzeichnungen. Rune der Erde, des Feuers, des Mondes, eine Bibermütze. Na, da gucken wir doch mal rein. Also, die Runen sind ja egal, die Aufzeichnungen auch gerade. Bibermütze. Achso, das ist ein Questgegenstand. Thorax-Schlüssel. Kluxpsrtnkrasnolutschkfroboty. Achso, das ist Polnisch. Aber warum steht da jetzt was auf Polnisch? Okay. Brief von Baltimore an Thorak. Thorak, wenn du diese Worte liest, dann hast du mich erwischt. Aber freu dich nicht zu früh, du Sausack, denn jetzt erwische ich dich. Durch welche Höllen ich auch gehen muss, ich werde zurückkehren und dir den Frieden rauben. Du wirst leiden, du wirst weinen, es gibt keine Gnade für Mörder. Sieh dich vor, denn ich räche mich eigenhändig oder mit fremder Hand. Baltimore. Ja, haben wir richtig gemacht. Baltimore wurde also ermordet.